Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe Ihnen tolle Nachrichten aus der Hauptstadt mitgebracht. Berlin, meine Damen und Herren, Berlin ist eine Stadt, der Demokratie so wichtig ist, dass sie ihre Bürger doppelt wählen lässt. Jetzt sogar dreifach. Ja, jetzt wird sogar die Bundestagswahl von 22 in Teilen wiederholt. Ja, wir müssen. Nicht? Also wir waren damals so engagiert, wir hatten teilweise über 150% Wahlbeteiligung. Gut, inzwischen haben wir zumindest mal eine neue Regierung, eine große Koalition mit Frau Giffey und Herrn Wegner an der Spitze. Herr Wegner, ein Schulabbrecher aus Spandau. Nicht? Ja, da sage mal einer, dass unsere Gesellschaft nicht durchlässig sei. Nicht? Ja gut, natürlich alles noch unter Vorbehalt für den Fall, dass halt doch noch neue Wahlzettel auftauchen sollten, die noch nicht ausgewertet wurden. Ja, Sie lachen, aber neulich haben Sie einen Sack gefunden, da waren noch Stimmen für Walter Momper dabei. Kürzlich hat man ein ganz neues Problem, PISA. Nicht? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn eine neue PISA-Studie rauskommt, da denke ich immer, oh Gott, muss das jetzt auch noch sein? Wisst ihr was, ich glaube, die machen diese Studie in 81 Ländern nur, um uns zu demütigen. Ja? Um uns zu zeigen, guckt mal hier, ihr Volk von Goethe, Schiller und Dirk Rossmann. Alle diese Länder haben praktisch besser abgeschnitten als ihr, die Asiaten sowieso, die Finnen, die Schweden, die Esten, geschenkt, sogar die Polen. Nicht? Leute, die Polen, eine Volksgruppe, die ihr Geld damit verdient, unsere Heizungen zu reparieren, können sogar besser rechnen als wir, sogar Italien. Leute, die Italiener, bei denen man nie sicher war, haben die überhaupt ein flächendeckendes Schulsystem? Also, gut, ich muss sagen, insgesamt können wir froh sein, wir liegen insgesamt noch deutlich, also mit Abstand vor Albanien. Also was heißt wir? Es ist ja so, es gibt ja ein Gebiet in Deutschland, also sagen wir ein Bundesland, ich sage jetzt nicht welches, aber es liegt relativ nahe an Österreich. Wenn dieses Land alleine an PISA teilnehmen würde, ja, dann läge es gleich auf mit Singapur und Südkorea, den Spitzenreitern. Ja. Aber dann kommen halt die Ergebnisse aus einem anderen Bundesland dazu, also ein Bundesland, wo es schon mal 150% Wahlbeteiligung geben kann. Ja, und zack sind wir gleich auf mit Kroatien. Ja. Nee. Naja, also, nee. Ja. Das war für diesen Saal die falsche Pointe. Nee, Berlin war schlimm, meine Damen und Herren. Schlimm, schlimm, schlimm. Übrigens, ChatGPT, kennen Sie das, diese künstliche Intelligenz? Ja? Als ChatGPT aufkam im November 2022, ja, da gingen die Zahlen also explosiv nach oben. 5 Tage nach seiner Freischaltung waren es bereits 1 Million Nutzer. Nach nur 2 Monaten waren es bereits 100 Millionen und dann immer mehr nutzten dann diese künstliche Intelligenz. Aber dann, im Sommer 23, gingen die Zahlen in Deutschland plötzlich zurück, aber abrupt. Und man konnte sich das überhaupt nicht erklären, bis man darauf kam, es waren Schulferien. Übrigens, ChatGPT hat ja im Februar 2023 das bayerische Abitur bestanden. Haben Sie das mitbekommen? Ja, mit einer 4-, also ganz knapp. Das Berliner übrigens mit einer glatten 1. Egal. So, im Mai, also 3 Monate später, ja, hatte es in Bayern bereits eine 2 erreicht. Dieses Jahr ist ChatGPT bereits uneinholbar vor den besten Schülern Bayerns. Ja, und deswegen plant Berlin in diesem Jahr ein Pilotprojekt. Und zwar, ChatGPT konzipiert die Abi-Aufgaben, schreibt die Abi-Klausuren und korrigiert anschließend die Ergebnisse. Wenn das klappt, sind wir vor Singapur.